Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Thea The Awakening. Das letzte Mal haben wir Pardon, ich hätte vielleicht vorher trinken sollen. Piken erforscht. Das bedeutet, wir können jetzt pieksige Dinge herstellen, und das machen wir auch gerade in Odos Home. Wir produzieren da gerade eine Starkholzpike. Schauen wir mal, wie gut die wird. Die wird sicher ausgezeichnet. Okay. Allerdings sind da irgendwelche widerlichen Monster, die möglicherweise bei mir zu Hause einbrechen. Das gefällt mir gar nicht. Da. Geht's weg. Dumme Tiere. Okay. So, da haben wir noch etwas zum Erforschen. You stumble across some ruins of an old city. One of many buildings you tirelessly searched through contains a closed stash. It takes you almost an hour to open it, but luckily it's not empty. Schaden 14, Gift 3. Aber recht schwer. Machen wir es auseinander. Okay. Holzfleisch, Früchte. Da ist Sandstein. Bin nicht sicher. Schauen wir mal die Gegend an mit denen. Ah, ausgezeichnet. Und wir sind gestiegen. Plus 1 auf Wahrnehmung, auf Fallen. Boah, nicht schlecht. Und ihr? 6. Sinn. Gesundheit ist auch nicht schlecht. Niederlassen und die beiden kriegen uns, also uns nehmen, uns besorgen. Sie haben noch 2 Bewegungspunkte. Ah, da drüben jetzt. Oh, was ist das? Silber. Das kann man eh noch nicht sammeln. Das wird nicht besser, egal wie viel ich von denen da drauf tue. Es dauert auf jeden Fall 2 Züge. Gut, aber dann haben wir wenigstens 2-mal das Rohr gefangen. Gefangen ist gut. Gesammelt, so.
heißt, wir warten noch einmal, dann haben wir das andere auch. Und dann fahren wir nächste Runde quasi weiter. Hey, das sind heimtückische Spinnen, die uns angreifen. Da wir hier aber zu Hause sind, sind wir eher schwach bei Seiten. Okay, das ist glaube ich ganz gut so. Na gut, aber das ist ja wohl jetzt nicht so das schwere Viech. Wenn ich den rein tue, dann kommt er da nach hinten und greift mich das da an. Das heißt, wir machen da mal Gegentaktik. Und jetzt macht der weg. Genau. Der hat sogar nur 3 Lebenspunkte. Das ist überhaupt perfekt, dann ist er nämlich auch gleich tot. Uns auch an. Doofe Spinnen. In welchen Spinnenseite, was kann denn das? Schaden 16 und Gift 3. Und das wiegt nur 120. Schon haben wir einen Gewinner. Du kriegst das Ding. Dieses Ding hier. Werden wir wahrscheinlich gleich entsorgen. Du gehst den Weg alles Guten. Und ihr die Schnee. Gut, was haben wir gesagt? Ihr habt es jetzt beim zweiten Mal Getreide gesammelt. Ist okay, das heißt, wir machen Folgendes: Wir brechen das Lager auf und gehen dahin. Sind wir da? Boah, mehr Schaden, aber dafür keine Abschirmung. Also ein Schwert ist nicht schlecht eigentlich. Boah, das wiegt nur 50, mein Traum. Bist du wahnsinnig? Okay, Kinder. Dann lasst uns weitergehen. Irgendwie ist das da langweilig in der Gegend. Was ist das Kohle, gell?
Essen 13. Geht's doch irgendwie zurück? Ja, schaut fast so aus, als würde es da wieder zurückgehen. Dann gehen wir auf diesem Weg zurück. Ah, okay, das war vielleicht doch nicht so gut. Will jetzt nichts mehr sehen. Und wenn wir nichts sehen, dann können wir da doch nicht hingehen. So, was haben wir hier? Ja. Für dich habe ich jetzt Sachen eingespart, du kannst dafür das da tragen. Ist auch nicht schlecht. Mhm. Noch mehr Kleidung. Machen wir es so. Das bringt mal Forschungspunkte, nicht schlecht. Ich glaube, wir werden diese Seidentunika bauen. Macht so nur 3 Rüstung, aber tja, was soll ich sagen? Besser als ein Stein am Schädel. Dann wird die Spinnenseide wieder aufgebraucht. Ja, ja, ich weiß, du würdest gerne das da herstellen. Kann ich auch nichts machen. Nein, da geht's nicht weiter. Da auch nicht. Ach so, wir haben keine Bewegungspunkte mehr. Warum nicht? Ich habe mich doch jetzt gar nicht bewegt. Da war die Runde noch nicht zu Ende. Scheiße. Wir werden angegriffen. Aber meine wandernde Gruppe wird angegriffen. Das heißt, die Zombies können einem leid tun. Das erste. Was machen wir als erstes? Mal ihn rein. Den Sally. Er hält mir einiges aus. Uff. Dummes Skelett. So, Sally macht 9 Punkte Schaden und der hat 20 Lebenspunkte. Pff. Schon nicht so einfach. Ah, so schon. Gut. Level 2 Ding. Wir könnten einen Gegnerangriff versuchen gegen ein Level 2 Ding. Und tatsächlich, wir haben es geschafft. Ausgezeichnet. Schau was an. Du aber. Die Dusche hält etwas mehr aus als Matthias. Sehr einseitig, fürchte ich fast. Fürchten ist gut.
Hoffe ich eigentlich. Und schon haben wir alles erledigt. Wir sind so gut. So, wir haben da ein Schild, ein Faustschild. Kostet nur 110 Gewicht. Achso, das ist ein Knochen. Was ist das? Trine der Trauerweide. Besteht aus Elfenholz und Pelzleder. Mal schauen, was an. Was ist das? Ein Schwert? Ja, schaut fast so aus. 6 und 6 ist aber nicht schlecht. Eigentlich ein Schwert aus Holz. Fear is not an easy place to grow up in, but alas, grow up we must. One of your children has matured into a young adult and is ready to join your village and rebuild Fear. Becoming an adult is an important rite of passage. The whole village celebrates this joy. Können wieder Forschung betreiben. Wieso kannst du dich nicht bewegen? Hallo? Was habe ich jetzt gemacht? Irgendwas habe ich kaputt gemacht. So, was wollen wir als nächstes machen? Was herstellen oder bauen? Die Schmiede zum Beispiel. Fähigkeit an möglich die Herstellung hochwertiger Gegenstände. Kinder, die heranwachsen, können sich da was anderes aussuchen. Was macht der Brunnen? Brunnen liefert zu verschiedene Ressourcen, die aus den Tiefen von Thea stammen. Na okay. Und was macht der Wachturm? Die Sichtbarkeit in der Umgebung des Dorfes wird nicht mit anderen Wachtürmen kumuliert. Na schauen. Wir brauchen nur einen einzigen Wachturm. Wenn die Schmiede nehmen. Mal die Schmiede vielleicht. Was kann das? Vielleicht sollten wir aber zuerst die Rohstoffe für die Schmiede haben. Quarz zum Beispiel. Oder Ton. Ich glaube, ich bin schon zu müde für das Aufnehmen heute. Ich büdel die ganze Zeit weg. Und das während ich versuche, da bei euch zu bleiben. Wir nehmen Quarz, was soll's. Wo ist Quarz? Ah, nein, ist klar. Weit weg von uns. Wo ist meine erste Expedition da? Irre. Na gut, dann. Wir haben ja jetzt zwei, die was bauen können. Machen wir mehr Kleidung. Solange wir noch können. Also nicht mehr lange. Nein. Ja, was soll man nehmen? Das natürlich. Ein Lederhemd. Na, immerhin 4 Forschungspunkte. Und da könnten wir eigentlich gleich die neue, die Helena, reinsetzen. Und die können wir auch gleich versuchen auszurüsten mit irgendwas. So, da 5 und 5. 5 und 4. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und wenn ich den Rest dann auch gleich auftun.
Ich frage mich gerade, ob sich das irgendjemand anschaut, während ich mich da langsam aber sicher von nichts ins Nichts bewege. Na hey! Da kommen schon wieder Skelette. Deswegen können wir uns vielleicht nicht bewegen, weil wir die ganze Zeit irgendwie aufgehalten werden von irgendwas. Ja, aber das ist jetzt echt nicht nett, dass da die Guten alle in Taktik-Dings sind. Schauen wir mal. Ja, naja, macht es nicht ganz, nicht viel besser, aber ein bisschen zumindest. Gut, wir fangen an. Wir. Na mal dich, du hältst ziemlich viel aus. Ist schon verwirrt. Schauen wir uns an. So, dann schauen wir mal die zwei rein. Dann können wir zwei Sachen machen. Achso, das habe ich natürlich jetzt nicht gedacht. Naja, gut. Wir hätten sie ja früher reintun können, dann hätte sie schon Schaden machen können beim Reingehen. Aber. Ja, das war nicht gut. Siegreich, das haben wir gut gemacht. Eine wattierte Kleidung, schauen wir uns an. Was wir was finden. Noch sein Faustschild, ich glaube, sie sind alle in etwa gleich. Wow. Noch ein Mundschild. Hey, und Essen. Another night falls over fear. And restless souls of the damned seek out the living in envy and anger. You can almost feel the approaching wave of these infernal wraiths seeking to burden your souls. But this night, a welcomed guest is seen in the shadows. A Lapiduk, the spirit catcher. This bizarre look... Thanks to the Lapiduk, your people sleep well this night. A pigeon flies to your village with a note attached. It reads, Dear residents of the lovely settlement, If you will, please visit my humble abode, placed not so far from your lovely home. It is very nice. I am a blacksmith of dwarven tradition, and I have an offering for you, kind people. Yes, there is a small map drawn in strange purple glowing ink. Mm-hmm. Okay. Oh, das ist wirklich nahe. So, könnt ihr euch jetzt bewegen? So könnt ihr euch nicht bewegen. Das gefällt mir gar nicht, dass ihr euch nicht bewegen könnt. Ach, wir sind überladen. Deshalb. Sagt das doch gleich. Wieso bist du überladen? Das überhaupt passieren? Wie kannst du überladen sein? Wie kannst du das Ding überhaupt angezogen haben?
Was habt ihr da gemacht? Ja, die können so anziehen, so andere da. Okay, jetzt ist man dort so. Du bist immerhin extrem stark. So, was haben wir denn da für Rüstungen? Das ist auch zu schwer. Das wäre schon besser. Oh Gott. Oh nein, Mist. Das ist auch nicht tragen. Das ist auch zu schwer. Was haben wir denn da? Das macht was Besseres. Das ist ja auf jeden Fall. Um einiges nicht, aber ein wenig leichter. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Was ist damit? Ja, gib mir das Schwert. Dann können wir nämlich wahrscheinlich auch hier auszunehmen. Ja, was geht sich denn aus? Boah, sind wir gut. Ein Bronislava hat schon 950. Kann die tragen, 950, was auch immer, Pfund, Kilo. Die Dusche ist auch ziemlich heftig. Gute Frau. Warte mal, die hat ein Schild. Vielleicht haben wir ein besseres. Ja, schau da was an, da haben wir schon ein besseres Schild. Okay. Können wir uns jetzt bewegen? Jo. Wir sind einfach nur zu dumm. Herrschaften an dieser Stelle wünsche ich euch noch eine schöne gute Nacht, schlaf gut und träumt was Schönes. Bis dann.